Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des persönlichen Krisenmeistern-Podcasts. Der Podcast, der dir hilft, deine persönliche Krise zu meistern und dich persönlich weiter wachsen lässt. In unserer heutigen Podcast-Folge haben wir einen ganz besonderen Gast. Ich freue mich, Akuma Sanigong begrüßen zu dürfen. Akuma Sanigong ist ein Meister der Kommunikation und Experte in der Freisetzung und Maximierung deines Potenzials. Durch die Verknüpfung von Wissenschaft und Persönlichkeitsentwicklung bzw. Potenzialentfaltung. Er wendet das Wissen der Quantenphysik, der Biologie, der Epigenetik an, damit du dein volles Potenzial entfalten kannst. Akuma, schön, dass du hier bist. Ich freue mich, dich hier im Podcast zu haben. Danke. Ja, die Freude ist ganz meinerseits, lieber Olaf. Du hast ja ein sehr, sehr spannendes Thema und du betrachtest ja die Persönlichkeitsentwicklung nochmal aus einem ganz, ganz anderen Aspekt wie viele, weil du ja die Physik oder die Quantenphysik mit reinholst. Was kann man sich denn unter diesem Thema ganz kurz so für einen Laien Quantenphysik vorstellen? Ja, die Quantenphysik für einen Laien oder für uns alle, sag ich mal, es ist eine Physik von Möglichkeiten. Das heißt, alles ist möglich. Warum sagt die Quantenphysik, dass das alles möglich ist? Wenn wir einen Schritt zurückgehen, die Quantenphysik ist eine Physik von subatomaren Teilchen. Subatomare bedeutet Elektronen und Protonen. Das sind so diese Teilchen, die in einem Atom sind. Und die Quantenphysik sagt, ein Elektron kann sowohl als Teilchen oder als Welle existieren. Mhm. Es ist nur Teilchen, wenn es lokalisiert worden ist. Lokalisiert heißt, es ist bemessbar oder es ist auf ein Gerät detektierbar, denn es ist lokalisiert, beobachtet worden ist. In dem Zeitpunkt, dass es ist noch nicht lokalisiert worden ist, es ist Welle. Mhm. Da sprechen wir in die Quantenphysik von dem Wellenteilchen-Dualismus. Mhm. Das heißt, in diesem Zustand von Welle, es kann überall in Atomen sein. Es ist nicht lokalisiert, es ist nicht fixiert. Du kannst nicht sagen, da ist es. Nein, es ist überall. Mhm. Und diesem überall sein bedeutet, alles ist möglich. Mhm. Und dann der Umkehrschluss dabei ist, einer Mensch kann mir sagen, okay, Elektronen, Atomen, was hat das mit uns zu tun? Es hat mit uns zu tun, weil wenn wir unter der Annahme arbeiten, dass wir Menschen selber auf Elektronen und Atomen bestehen, mhm, dann, das heißt, wir können auch sowohl als Teilchen und Welle existieren. Mhm. Das ist der Umkehrschluss. Mhm. Jetzt bist du Teilchen, weil du in irgendeiner Art Interaktion mit der physikalischen Welt hast. Du sitzt auf einem Stuhl, du siehst mich, du fasst einen Fernseher. Das ist Interaktion, das heißt, du bist lokalisiert. Mhm. Das ist der Teilchenaspekt von dir. Oder von uns allen. Mhm. Und dann die Wellenaspekt von uns. Wenn angenommen, dass ich dich in einem Vakuum stellen konnte, ein Vakuum ist ein Ort, wo es keinerlei Interaktion mit der physikalischen Welt gibt, dann bist du wirklich nichts. Du bist Welle. Weil eine Welle ist unsichtbar. Eine Welle ist nicht fassbar. Mhm. Ja, aber es ist einfach so. Es ist wie Spirit. Mhm. Ja, es ist wie Geist. Mhm. Ja, der Welle ist Geist. Wenn wir so von Blickwinkel betrachten, Welle ist Geist. Das heißt, Geist kann überall sein. Mhm. Sein, wo du da sitzt in Baden-Württemberg oder hier bei mir in Hamburg oder in Kamerun, wo ich ursprünglich komme, es ist überall. Mhm. Das heißt, die Tickkompetenz von diesem Wellen- und Teilchenzustand, dass wir selber in uns haben, Menschen haben, es ist einfach eine Dualität oder eine Komplementarität. Das heißt, der eine schließt den anderen nicht aus. Sie existieren miteinander, mhm, immer. Das heißt, um dein Potenzial zu entfalten, deine Persönlichkeit zu entwickeln, es ist zu wissen, erstmal, dass alles ist möglich von diesem Blickwinkel. Mhm. Und dann, wenn du etwas dir in deinem Kopf sehen kannst, kannst du auch in deiner Hand halten. Ja? Weil Schöpfung passiert immer auf zwei Ebenen. Erstmal auf die mentalen Ebenen, auf die virtuellen Ebenen und dann in die zweite Instanz auf der physikalischen Ebene. Mhm. Was ich jetzt sage, ist nichts Neues, aber es ist immer gut, dass wir uns immer bewusst machen. Weil es ist immer so. Alle Schöpfungen, allein, dass du jetzt einen Podcast machst, es, mhm, war einfach eine Idee in deinem Kopf. Mhm. Und diese Idee hast du materialisiert, dass du jetzt einen Podcast machst. Mhm. So funktioniert das Leben. Das heißt, diese Idee war eine Welle. Ja.
Ja, und dann, wenn die Welle sich kollabiert, auch eine Fachsprache in der Quantenphysik, wir sprechen von der Kollaps der Wellenfunktion. Das heißt, wenn die Welle aufhört, Welle zu sein, zum Teilchen, das ist der Begriff, es ist kollabiert. Das heißt, aufhören. Kollaps heißt Manifestation mit einfachen Worten. Okay, okay. Und so sind auch mit unseren Zielen auch im Leben. Sehr spannend. Ja. Und dann noch ein wichtiger Punkt ist, um diesen Verständnis, dass alles ist möglich, dass wir können uns entwickeln, in welcher Richtung, die wir uns wünschen, ist immer ein offener Geist zu haben. Mhm. Ja, sei wie ein Kind. Es gibt ein Sprichwort oder ein Konzept vom Zen-Buddhismus und vom japanischen Kampfkunst. Es sagt Shoshin. Es bedeutet, sei wie ein Kind, sei wie ein Beginner. Hab eine Einstellung wie ein Schüler, die immer Fragen stellen. Mhm. Neugierig sein. Nicht immer Klugscheißer sein, dass du alles weißt. Nein. Ja. Du weißt auch was, aber anderen Menschen wissen auch Dinge, die du nicht weißt. Es ist so. Ja, deswegen lernen von diesen Menschen auch. Bring dein Ego runter und lern von jedem. Mhm. Jeden Menschen, den ich begegne im Leben, weiß irgendwas, was ich nicht weiß. Und was mache ich? Ich bringe mein Ego runter und ich lerne von den Menschen. Egal, was für ein Status diesen Menschen in die Gesellschaft hast. Arm, reich, Mann, Frau, egal. Sehr schön. Das ist die Botschaft. Das ist so Übertragung von der Quantenphysik, dass alles ist möglich. Mhm. Jetzt in unserem persönlichen Leben, wie wir unser Leben täglich leben. Mhm. Und wie kam bei dir dieser Impuls, diese Wissenschaft mit der Persönlichkeitsentwicklung zu verknüpfen? War das schon immer bei dir da oder gab es da irgendwie... Ja, gut, dass du mir diese Frage stellst. Jetzt weiß ich jetzt, dein Podcast heißt persönliche Krise meistens, okay? Richtig, ja. Zusammenhang, jetzt, ich habe das noch nicht so betrachtet, aber wenn du mir so die Frage stellst, dann war auch eine persönliche Krise, die bei mir war. Mhm. Diese Krise war so, nach meiner Promotion, ich fühlte mich sehr leer. Ich dachte, ich habe die höchste akademische Abschluss erhalten. Das habe ich auch erreicht. Das stimmt auch. Es war auch eine Leistung, aber trotzdem, es war eine innere Leere da in mir. Mhm. Ja, ich dachte, ja, ist das alles im Leben? Das hast du jetzt erreicht. Was jetzt? Ich hatte dieses Zufriedenheitsgefühl, da es war nicht da, was mir erwartet habe. Mhm. Da fing das schon an, dass ich so schon nach meinem Glück zu schauen, nicht nach Äußerlichkeiten, aber nach innen. Ja. Da liegt das Glück in uns allen, weil wir Menschen, wir sind spezialisiert, Dinge, das heißt, wir wollen nicht die Wahrheit wahrnehmen, wir wissen auch manchmal, wo wir schauen sollten, manchmal wissen wir oft, aber wir schauen nicht da. Zum Beispiel, du weißt, du hast deinen Schlüssel in einem Zimmer vergessen, aber du gehst in ein anderes Zimmer und das Schlüssel suchen. Warum? Weil der Schlüssel liegt da. Ja. So war bei mir, ich war sehr gut, da war der Anfang meiner persönlichen Krise. Ich war leer, ich war innerlich leer, nicht zufrieden. Und dann, ich habe dann angefangen, an mir zu arbeiten. Ich habe dann angefangen, aber vor 5 Jahren. Mhm. Aber persönliche Entwicklung war auch nicht so jetzt so aktuell in den Bewusstsein der Menschen, aber habe ich schon angefangen mit diesen ganz klassischen Büchern wie Napoleon Hill, Denke und Reich werden, Klassikern. Und dann habe ich dann angefangen, zu Seminaren zu gehen. Damals, es gab nicht so viele Podcasts wie jetzt. Einmal zu Seminaren gehen, mit Menschen zu sprechen, peu à peu. Und dann merkte ich das, dass die Wissenschaft und die persönliche Entwicklung miteinander sehr vereinbar ist. Mhm. Weil ich wollte nicht meine Karriere an die Uni für immer machen, das war mir schon klar. Mhm. Ich bin auch später in die Industrie gegangen, habe da auch gearbeitet und in dieser Zeit, da war schon diese Arbeit an mir. Mhm. Das heißt, auch rein für jemanden zu arbeiten, war auch nicht so mein Fall. Ja, ich wollte auch mein eigenes Ding machen. Ja. Persönliche Entwicklung heißt Potenzial entfalten, dass du entfaltest. Ja, du machst, was dein Herz dich begehrt und auch davon leben. Mhm. Und deswegen, ich wollte nicht an die Uni arbeiten, auch für jemanden nicht arbeiten, für immer. Dann die Frage aus, was willst du denn machen? Mhm. Und ich wusste auch nicht, was ich machen kann, weil ich bin so grundausgebildet als Wissenschaftler und das sind so die zwei Dinge. Entweder du bist an der Uni und du machst Forschung und Lehre
oder an die Industrie und du tust irgendwas da, ja. Und es wusste ich nicht, was ich dann mache. Das war wirklich die Krise. Ja, in einigen Orten. Ja. Und dann durch meine eigene Entwicklung komme ich dann zu dem Entschluss oder zu der Einsicht, dass die Persönlichkeitsentwicklung mit der Wissenschaft miteinander vereinbar ist. Wie ich mit dem Quantenphysik dargelegt habe. Und es gibt viele andere Beispiele und Parallelen aus der Wissenschaft. Ich habe gesagt, gut, weißt du was? Du hast eine Grundausbildung als Wissenschaftler. Die Persönlichkeitsentwicklung betrifft jeden Menschen, den du begegnest, weil Persönlichkeitsentwicklung heißt erstmal persönlich. Das heißt, es betrifft jeden Mensch, der sich behauptet, als Mensch zu sein. Und ich habe einen gemeinsamen Nenner, weil ich kann immer mit dem Thema mit jemandem anfangen. Dann habe ich gesagt, okay, verbinde die Persönlichkeitsentwicklung mit der Wissenschaft und sei ein Speaker, weil als Speaker, du hast eine Bühne, du stehst vor Menschen, du inspirierst diese Menschen, wenn sie davon inspiriert sind und sind angetan, sie gehen dann in die Welt zu ihren Familien, zu ihren Freunden, zu ihren Angehörigen und alle möglichen Art von Menschen und geben die Botschaft weiter. Und so sind wir insgesamt Agenten der positiven Transformation in die Welt. Diese Erkenntnis hat mir so gut gefallen. Ich habe gedacht, okay, mach das. Und so bin ich jetzt unterwegs als Speaker und gebe den Botschaft weiter. Schön, schön. Kann man das auch ein bisschen so gleichsetzen, dein Thema so mit diesem, es ist ja ganz oft so in den Medien, The Secret oder in den Worten oder in den Köpfen der Persönlichkeitsentwicklung, gesetzte Anziehung, gesetzte Resonanz, kann man das damit vergleichen? Ja klar, auf jeden Fall. Das heißt, was ich erklärt habe, auch in meinen Vorträgen und Seminaren, dass gesetzte Anziehung bzw. das Secret, in der Quantenphysik-Geschichte, die ich einfach angekratzt habe, das ist die wissenschaftliche Erklärung dahinter. Mehr ist es nicht. Ja, das heißt, ich erkläre die Secret und die gesetzte Anziehung von einem bestimmten Blickwinkel. Selbst Einstein hat auch das gesetzte Anziehung erklärt, aber mit anderen Worten. Onkel Einstein, er hat einen Satz gesagt, es gibt ein Zitat bei ihm, steht auch in Google, im Netz. Der Zitat lautet so wie vor, genauer, habe ich nicht die genauen Worte, aber es lautet wie vor. Er sagte, gleich deine Realität zu was du haben möchtest. Mit anderen Worten, gleich, das heißt, er hat gesagt so, Frequenz, das heißt, gleich deine Frequenz. Moment, ist es okay, wenn ich kurz das ins Netz das schaue und das genaue Wortlaut sage? Natürlich. Das ist sehr wichtig, damit die Leute, die uns sowas nicht glauben, dann wissen, dass es ist eine Wissenschaft dahinter, okay? Ganz kurz, ich gebe da ganz im Internet jetzt und dann, ich gebe dann die genaue Wortlaut. Okay. Eine Sekunde bitte. Okay. Ich bin gleich da. Okay. Übersetze ich jetzt? Es ist auf Englisch. Okay. Einstein hat gesagt, okay, jetzt ist die genaue Wortlaut. Einstein hat gesagt, alles ist Energie. Und das ist alles, was es dazu gibt. Passt die Frequenz der Realität an, die ihr wollt. Und ihr könnt nicht anders, als diese Realität zu bekommen. Es kann nicht anders sein. Das ist keine Philosophie, das ist Physik. Und mit anderen Worten, das ist genau die gesetzte Anziehung. Das heißt, gleich passt die Frequenz, das heißt, denkt, weil unsere Gedanken sind Wellen, haben eine Frequenz. Das ist gleich, denk an was du, welche Realität möchtest du haben. Setz dich da, und zieh das an, wenn du zum Beispiel die Secret zeigst von schönen Autos, von Reichen und so, wenn das dein Ziel ist, dann gleich ist da, genau wo dir vorstellen, visualisiere das und dann wird auch das Universum dir Signale gibt. Du sollst wahrnehmen, weil manchmal die Leute haben das Secret falsch verstanden, deswegen sagen, es ist verständlich, weil es ist eine Verständnislücke da. Es heißt nicht, dass du die ganze Zeit da träumst und nichts machst. Träumen ist ein Teil der Arbeit. Sogar 90% ist die Arbeit. Das heißt, diese mentale Arbeit, visualisieren. Aber diese 1% ist sehr wichtig.
Der 1% ist die Umsetzung. Mhm. Wenn du nicht umsetzt, Umsatz kommt vom Umsetzen. Ja. Das heißt, wenn du nichts tust, das heißt, das Universum gibt dir viele Möglichkeiten hin, weil zum Beispiel jemand ruft dich an und macht dir ein Angebot oder du oder irgendwas kommt in deinem Bewusstsein und du sollst auch irgendwie bewusst von dem Bewusstsein sein, das ist schon die Antwort, die mir gegeben ist. Und dann greif einfach zu. Weil das Gesetz der Anziehung ist ein sehr einfaches Gesetz. Auf Deutsch heißt oder auf Englisch Attraktion oder Attraktion. Ja. Allein von dem Wort Attraktion ist auch am Ende das Wort Aktion dahinter. Ja. Das heißt, das Gesetz der Anziehung kann dir nur Dinge, Menschen, Ereignisse und Umstände zu dir bringen, nur zu dir auf den Schoß liegen. Aber, oder auf den Schoß, ja, je nachdem, bringen oder Schoß liegen, aber durch dein Handeln gibst du im Besitz. Wenn du nicht handelst, dann vergiss es. Ja. Und das ist auch der Fehler, wo viele Menschen darin, die Secret ist, funktioniert nicht. Weil denken sie, dürfen nichts machen. Nein, du darfst was machen. Ja. Ansonsten kommst du, wenn das Universum dir schon die Dinge gegeben hat, und dann, wie kannst du dann umsetzen? Ja. Würdest du sagen, gerade wenn ich jetzt mein Thema betrachte, sind ja ganz viele in einer Situation, in denen es ja gerade nicht so gut geht. Und ich habe schon mal gehört, man soll sich auch in diese Stimmung reinversetzen, so wie man sich dann fühlt, wenn man zum Beispiel dieses Auto hat oder wenn wir jetzt gerade mal das Beispiel Auto von dir noch nehmen. Gibt es da nochmal einen Trick oder reicht es nur so, die Gedanken darauf zu richten, okay, ich möchte jetzt dieses tolle Auto und ich komme dann ins Tun, oder ist es dann auch sinnvoll, positive Gedanken dabei zu haben? Immer. Immer positive Gedanken. Ich bin ein Fan und Verfechter von positiven Gedanken, weil mit Positivität kommt so viel voran als Negativität, weil wenn du positiv denkst, automatisch fühlst du dich auch positiv. Mhm. Und auch du bist, das heißt, es ist proaktiv. Du bist dann nicht stagniert. Ja. Du bist dann aktiv in deinen Gedanken. Wie kannst du vorankommen? Mhm. Ja, ist ganz einfach. Da brauchen wir kein Physik dazu oder keine Wissenschaft. Ja. Aber wenn du negativ denkst und alles grau und schwarz ist, dann du bist schon so depressiv und dann du siehst du hast keine Lust und du siehst nicht, warum du irgendwas machen sollst. Mhm. Ja, und da bist du auch dann, du kommst nicht voran. Deswegen denken ist sehr wichtig. Es hilft erstmal, wenn du positiv denkst, du fühlst dich auch gut dabei, sowieso, als negativ denken. Weil allein, wenn du negativ denkst, ich sag immer, wenn du glücklich bist, Moment, wie das Sprichwort, wenn du glücklich bist, informiere dein Gesicht. Ja, es stimmt, sehr einfach. Ist so. Wenn du glücklich bist, informiere dein Gesicht und dann schauen wir mal, ob du wirklich glücklich bist. Ja. Ich sage immer, wenn du lächeln tust oder lachen tust, dann wird es dir schwerfallen, negativ zu denken. Und umgekehrt ist es genauso, wenn du negativ denkst, wird es dir schwerfallen zu lachen. Es ist einfach so, das hängt ja so. Die beiden sind nicht, sie sind nicht in einer Ehe. Richtig. Einer mit anderen. Ja. Ja, weil wenn du wirklich glücklich bist am Lachen, wie kannst du dann dabei dann sauer sein? Geht nicht. Ja, und das, auf deine Frage zu kommen, was war noch deine Frage? Du hast mir was Spezifisches gesagt, ich habe mich abgeschweift. Erstmal eingehend, ob du findest oder ob es ein Muss ist, auch positiv dabei zu denken. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, gerade wenn Menschen in einer schlechten Situation sind oder schwierigen Situationen sind, fällt es ihnen ja eher schwer, positiv zu denken. Und wenn sie sich dann natürlich eine bessere Situation wünschen, sei es finanziell oder mit materiellen Gegenständen oder irgendwas ganz anderes im Leben, einen besseren Job wünschen und natürlich auch ins Tun kommen. Aber ihnen fällt es einfach schwer, trotz all dem ihre Situation positiv zu denken. Hast du da einen Tipp dafür? Ja, ein einfacher Tipp ist ganz einfach. Ich sag dir das gleich. Ich mache die Übersetzung. Mhm. Das heißt, sind zwei Tipps da, die ich auch für mich anwende. Mhm. Er sagt, niemand hat dich jemals... Moment. Okay. Nee. Das heißt, niemand hat dich... Oh, wie ist das Ding hier?
Ja, so nach dem Motto, das heißt, niemand hat dich jemals wütend gemacht, außer dir. Mhm. Und dann die andere Frage ist, ich bin auch nie wütend oder sauer aus den Gründen, die ich denke. Mhm. Sehr schön. I am never angry for the reasons that I think. Okay, mhm. Ja, ich bin nie wütend aus den Gründen, die ich denke. Mhm. Mit einfach solchen Ansätzen. Mhm. Es macht mich schon locker, oder? Wir lachen jetzt. Ja, natürlich. Ja, genau. Ich bin nie wütend auf die Gründe, die ich denke. Ja. Und wenn das so, wenn du so sagst, dann du lachst schon, weil stimmt. Weil es immer eine mentale Geschichte ist. Mhm. Ja, weil der Geist ist die Regierung des Körpers. Ja. Der Körper kann sich nicht viel wehren. Mhm. Wenn der, was der Geist ihm sagt, dann wird einfach ausgeführt. Mhm. Ja, der Körper, in anderen Worten, der Körper ist ein Instrument des Geistes. Ja. Wenn wir den Geist im Griff haben, dann ist der Körper auch in Ordnung. Mhm. Ja, weil wirklich, wenn ich zum Beispiel, ich war, ich glaube, vor 2 oder 3 Tagen, ich weiß nicht, was vorgefallen ist, ich war so angry, so wütend, und dann habe ich an meine selber Tipps gedacht, dann habe ich gelacht und dann war vorbei. Wirklich. Weil erstens niemand, ich gehe mal noch zurück, niemand kann dich wütend machen, außer dir. Stimmt auch. Richtig, richtig. Von diesem Blickwinkel ist alles so gut. Mhm. Und du wütend bist, dann bist du selber schuld. Mhm. Ja, es ist ja bei ganz vielen Sachen. Wir sind ja oftmals in so Gedankenkarussellen gefangen und denken uns da irgendwelche Situationen schlecht, die vielleicht gar nicht schlecht sind, nur weil wir uns in irgendeiner Spirale befinden. Wie vielen Menschen geht es so, dass sie in einem Vorstellungsgespräch gehen und sie haben schon die größten Horrorszenarien in dem Kopf, bevor sie überhaupt drin waren, und malen sich schon die schlechtesten Situationen aus oder sind schon genau. Gespräch haben, anstatt sie einfach mal sagen, okay, was könnte denn eigentlich gut laufen? Weil diese Zeit, die du nutzt, um alle diese bösen Dinge zu bemalen in deinem Gesicht oder in deinem Kopf, kann du genau diese Zeit und Energie nutzen, um die schöne Seite zu bemalen. Weil wir leben in einer dualen Welt, die auch am Ende eins ist. Dualität, Quanten, darüber gesprochen, werden Teilchen. Aber alles ist dual. Es kann kein heiß geben ohne kalt. Mhm. Es kann kein drin geben ohne draußen. Mhm. Es kann kein böse geben ohne gut. Das heißt, wenn du dich auf das Böse schauen kannst, heißt, du kannst auch auf das Gute schauen. Mhm. Ja, zum Beispiel angenommen, dass du einen Job, deinen Job verlierst. Okay? Mhm. Die eine Interpretation, du hast einen Job verliert, du bist sauer, du weißt auch nicht, wie deine Familie ernährst. Das ist die eine Seite. Du kannst auch sehen als eine Chance. Vielleicht würdest du sowieso den Job längst verlassen. Mhm. Und dann sei froh, dass irgendwie die Firma ist bankrott gegangen und dann du bist weg. Richtig, ja. Du siehst das jetzt als eine neue Chance anzufangen. Das Universum hat dir die Arbeit abgenommen, dass du dich automatisch von der Firma weg bist. Ja. Genauso auch mit Beziehungen. Auch manche Leute, aber sie sind sehr unglücklich, ich spreche das bewusst an, sie sind so unglücklich in den Beziehungen und wissen, geht nicht mehr. Ja? Sie wollen wirklich gehen, aber aus irgendeinem Grund, sie hängen immer noch da fest. Und wenn am Ende die Beziehung zu Ende geht, sie sind traurig und heulen danach, aber sie ist als eine Chance. Dann, okay, jetzt, essen, was lerne ich dabei, was lerne ich draus? Und was mache ich jetzt draus? Mhm. Es war eine alles ist eine Erfahrung im Leben. Und sei froh, okay, danke Universum, dass du jetzt dass die Beziehung jetzt so aufgegangen ist. Es heißt nicht, dass wir sollen auch nicht um unsere Beziehungen kämpfen. Ja. Doch. Mach es mal, aber manchmal, wir wissen es, mein Lieber, wenn du schon weißt, es ist aus. Mhm. Ja? Es macht nicht unser vorzumachen, du weißt, es ist aus. Warum kämpfst du noch da und kämpfst noch dran? Lass es fallen. Und sieh es als eine Chance, dass ich denke für genau er dachte, die Welt bricht zusammen. Er war Hallo? Ich höre dich noch. Ich denke, die Welt geht zusammen. Ja? Mhm. Hallo? Ja. Bist du noch da? Ja, genau. Das Bild hängt. Ja. Ich habe einen Freund gehabt, seine Frau hat mich. Ist okay jetzt? Warte mal kurz.
Jetzt bist du wieder da. Das Bild ist ja, genau. Gut. Was war das letzte Wort? Ich sage einfach, also zum Thema Krisen und wie wir Chancen nutzen, im Positiven und im Negativen. Ich war bei dem Beispiel mit der Beziehung. Beziehung. Okay, einer meiner Freunde, seine Frau hat ihn verlassen. Er dachte, die Welt geht unter. Er war so tief am Boden, wir haben ihn irgendwie aufgemuntert, aber du weißt schon, wie sowas ist. Und dann jetzt, im Nachhinein, er kommt zu mir durch die Hintertür und sagt, ach, guck mal, ich bin froh, dass es so passiert ist. Mhm. Er hat jetzt eine Frau kennengelernt und meinte, alles passt zusammen. Jetzt er versteht, jetzt er sieht jetzt die Dinge, die bei seinem Ex nicht so gut gelaufen ist. Ja. Und dann ist er noch da? Das jetzt die Beziehung hat. Ja. Mhm. Hallo? Ja, jetzt bist du so da. Ich will nur einen Quatsch ändern. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn. Es geht nur darum, dass wir sollen sowohl das eine Seite und die andere Seite betrachten und wir entscheiden und gehen dann und machen weiter. Mhm. Richtig. Das ist möglich. Ja. Wie gelernt auch von der Quantenphysik. Ja. Es ist ja auch, ich habe so einen ganz tollen Spruch, das war vor 2 Jahren, habe ich den mal gelesen. Da war ich mit meiner Frau was essen und dann haben wir im Restaurant haben wir so eine Karte gekriegt, war glaube ich eine buddhistische Weisheit und da stand einfach drauf, jedes Ende kann der Beginn etwas wundervollen Neuen sein. Stimmt das, auch. Und das vergessen ja viele. Sie sehen ja einfach nur immer die Situation, in der sie gefangen sind und sehen gar nicht, was für Chancen, was für Möglichkeiten sich da eigentlich bieten. Und wo haben wir denn unsere größten Entwicklungspotenziale? Genau da, wenn es uns nicht gut geht, weil wenn es gut läuft, haben wir ja keinen Bedarf, irgendwas zu ändern. Die wenigsten ändern da was. Ja, genau. Zum Beispiel das Wort Krise, habe ich gehört, in Chinesisch bedeutet auch Chance auch. Ja. Also wenn du eine Krise hast, auch eine Chance auch. Das richtig. Heißt, was nutzt du von diesem Chance raus? Ja, nur um deine Aussage zu untermauern. Genau, richtig, richtig. Was würdest du den Zuhörern mit als Tipp geben, wenn sie gerade in so einem negativen Gedankenkarussell gefangen sind? Ja, ein guter Tipp von mir kommt, viele Dinge von dem spirituellen Entwicklung von mir, kommt auch von Eckhart Tolle. Ich habe einer deiner Bücher gelesen. Mhm. Ist Eckhart Tolle ein Begriff für dich? Ja, natürlich, ja. Ja, genau. Eckhart Tolle hat gesagt, in einer deiner Bücher, ich glaube, jetzt die Macht, die Gegenwart, er sagte, alles im Leben ist transient. Mhm. Nichts ist permanent. Und stimmt auch. Mhm. Alles ist transient. Nichts bleibt stehen. Mhm. Und von diesem Blickwinkel, wenn du weißt, dass alles transient, sowohl in guten und in schlechten Zeiten, dann relativiert sich viele Dinge. Zum Beispiel, er sagt, das ist eine Mantra von mir, das ich von ihm genommen habe. Er meinte, das wird auch vorbei sein. Dies wird auch vorbei. Zum Beispiel, wenn du wirklich in einer Krise bist und du denkst, alles geht hoch und runter und weißt auch nicht, wie es weitergeht, einfach wiederholen, es wird auch vorbei sein. Mhm. Es wird auch vorbei sein. Und stimmt auch, es wird auch vorbei sein, oder nicht? Richtig. Ja, das ist ein guter Tipp von mir. Das ist ein Mantra für unsere Zuhörer. Wenn du in Krisen bist, du sagst, es wird auch vorbei sein. Es wird auch vorbei sein. Ich habe damals in meiner mitschwersten Krise habe ich so ein buddhistisches Buch in die Hände gekriegt und da stand drin, der Titel war, glaube ich, auch das geht vorüber. Ja, ähnlich, ja. Es ein ganz kleines, Taschenbuch gewesen und da waren lauter so Mantras drin. So, ja, das geht auch vorüber, das steht auch. Das geht so, auch vorüber. Ja. Genauso wie es wird auch vorbei sein. Das geht auch vorüber. Ja, genau. Schön. Und einfach schauen, was du da machen kannst in dem Moment. Und auch manchmal, meine Freunde, du manchmal vielleicht in dem Moment, du kannst auch nicht viel so machen, dann lass es einfach sein. Ja. Genau. Geh mal spazieren gehen, mach dir ein schönes Essen, wenn du es kannst. Oder geh mal schlafen. Oder nimm deine Frau, Mann, je nachdem, mach irgendwas. Und dann in dieser Zeit passieren schon viele Dinge. Du hast schon die Arbeit ans Universum abgegeben. Es ist schon dabei
zu manifestieren. Das ist schon die kollabierte Wellenfunktion, weil es ist schon Gedanken, es ist jetzt Welle jetzt. Du hast jetzt in die Welt gesetzt. Mhm. Und dann irgendwie durch Spaziergehen oder durch Zähne putzen oder durch Essen, dann wenn die Welle kollabiert, heißt, wenn die Welle aufhört, Welle zu sein, zum Teilchen, dann kommt dann diese Einsicht, bam, du sagst, ah, das ist die Lösung. Und dann geht es um Wache dann. So funktioniert unsere Welt. Ja. Das ist nichts Neues, aber es ist gut, dass wir das immer sagen, damit wir uns daran erinnern. Ja. Hast du persönlich so ein Ritual, was du täglich machst, um gerade so eine Welle auszulösen? Welle der positiven Dinge? Beim Aufstehen? Mein Ritual? Ja, klar. Ich habe mein Ritual, was ich jetzt jeden Tag mache, wenn ich schon einmal sagen darf, dieses Buch von mir, mein neues Buch. Ja, natürlich, ja. Heißt Inneren Türen öffnen. Mhm. Inspirierende Zitate und zeitlose Weisheiten für 365 Tage. Jeden Tag ist was Schönes dabei, eine schöne Weisheit, entweder von mir oder von aus Ländern und Völkern und Regionen. Du siehst hier, wo alles blau ist. Mhm. Da sind so, wo die Zitate auch herkommen. Ja. Und auch von berühmten Menschen. Der Punkt ist folgender. Es gibt Studien, die belegen, dass, wie du deinen Tag anfängst, die ersten 30 Minuten, was du hörst, was du sprichst, was du tust, beeinflusst auch, wie dein Tag ausgeführt wird. Deswegen ist das Buch für mich, zum Beispiel, jeden Tag, wenn ich aufstehe, das Erste, was ich in die Hand nehme, ist dieses Buch. Ich schaue dann, heute ist es 13. Mai und dann ich schaue, was steht da an Weisheit. Wir können das jetzt vorlesen und schauen. Okay, heute in den 13. Mai steht, eine erkannte Gefahr ist eine gebannte Gefahr. Mhm. Sprichwort. Ja, aber es sind nur einfach schöne Dinge, die uns pushen, um sie zu bleiben. Wenn ich das tue, dann ich meditiere für 10 Minuten und visualisiere, so viel zum Thema Gesetz der Anziehung, dann sehe ich mir meine Ziele, meine Pläne und ich sehe mich schon in die Ausführung dieser Ziele. Ich bin Speaker, ich sehe mich schon, wie ich auf der Bühne stehe und wie ich spreche und meine Dinge mache. Das visualisiere ich, weil die Visualisierung ist schon mehr als 90% die Arbeit. Mhm. Ich bin geistig schon damit befasst. Die Ausführung ist dann einfach Pipifax, wenn ich das so gemacht habe. Meditation, 10 Minuten, Visualisierung, 10 Minuten. Dann lese ich ein Buch, weil in Büchern steckt schon viel Wissen da rein. Viele Leute haben ihren Lebensläufer da runtergeschrieben. Wir müssen das Rad nicht neu erfinden. Lernt von anderen Menschen. Ich lese ein Buch der Woche. Wie lese ich ein Buch der Woche? Sehr einfach als Tipp wieder. Ich nehme mal die Anzahl der Seiten, geteilt durch 7. Dann weiß ich, wie viele Seiten ich pro Tag lese. Es geht auch, wo wieder da ist, ist auch ein Weg. Ich lese dann ein Buch für 20 Minuten, dann bin ich schon bei 40 Minuten. Dann die anderen 20 Minuten mache ich dann eine Art Übung. Ich mache dann meine Liegestütze, mache mal Handpullmänner, Klimmzüge, alles geht. Ich muss auch nicht in einem Gym gehen. Und dann bin ich schon gut aufgewärmt, das ist schon gut positiv genug. Dein Stoffwechsel ist angeregt. Ich nehme mir eine schöne Dusche. Dann kann ich dann arbeiten gehen. Das läuft sehr gut. Schön. Findest du, ist für dich also die Zeit nach dem Aufstehen die wichtigere Zeit, gerade für sowas? Oder ist es eher die Abendszeit, so wenn man ins Bett geht? Oder ist beides gleich wichtig? Gibt es da wichtiger? Oder? Ja, beides wichtig. Ich glaube, morgen, wenn du aufstehst, du bist schon gut ausgeruht. Ja, je nachdem, ob du gut geschlafen hast. Ja, und dann, unter der Prämisse, dass du gut ausgeschlafen hast, dann morgen, du bist schon, der Körper hat sich regeneriert in der Nacht. Ja, alles gut, ich glaube schon, morgens. Auch, abends auch, bevor ich abends gehe, noch weiterer Tipp. Aber ich meditiere auch wieder noch für 10 Minuten, das heißt einfach liegen auf mein Rücken auf dem Bett so und einfach da sein, in die Stille sein. Meditation für mich heißt nichts anderes in die Stille. Da ist einfach in die Stille sein und nimm den Moment einfach so wahr, wie er ist. Ja, einfach da sein, lass die Gedanken kreisen, wenn sie kommen, sie stören dich nicht. Manchmal die Gedanken sind auch die Antworten auf deine Probleme, die du suchst. Einfach so 10 Minuten liegen da, ich fahre dann runter und dann, bevor ich wieder einschlafe, dann, auch sehr guter Tipp, ich sage, für welche drei Dinge bin ich heute dankbar? Ich lasse meinen Tag Revue passieren. Und dann, zum Beispiel, ich sage heute, ich habe einen tollen Podcast mit Olaf heute gemacht. Wir haben uns viele Menschen
inspiriert. Mhm. Dann ist, oh, drei Dinge, es reicht. Mhm. Ja? Und dann allein, wenn du schon an diesen guten Dinge denkst, du lächelst schon dabei. Mhm. Du gehst ins Bett, ins Schlaf mit einem Lächeln, ist das nicht toll? Ist so mhm. schön. Im Frieden. Wirklich. Ich gehe im Bett, ich gehe ins Schlaf im Frieden, wie ein ja. Baby. Toll. Das ist meine Routine. Es ist sehr schön, dass du das erwähnst mit diesen Dankbarkeit. Ich mache das auch in meinen Podcast-Folgen, die du verfolgt hast. Also ich erwähne das ganz häufig, weil ich finde, Dankbarkeit ist so ein großer Schlüssel zur inneren Zufriedenheit. Und es müssen ja nicht immer die großen Dinge sein. Ich finde, oftmals sind es ja auch wirklich die kleinen Dinge, wenn man die sich mal wieder bewusst macht und sich darüber dankbar ist, wo man einfach so selbstverständlich nimmt. Also wie du sagst, man geht ganz entspannt ins Bett. Also ich mache das auch so nachts, dass ich habe es mir sonst immer aufgeschrieben. Mittlerweile lege ich mich einfach hin, lasse den Tag nochmal Revue passieren und sage auch mal so drei Dinge ein, wo ich besonders für dankbar bin, einen Gedanken, und die anderen lasse ich auch Revue passieren und sage auch dafür, dass ich dankbar bin. Das mache ich eigentlich auch immer jeden Abend. Das ist ja, ganz spannend, dass wir das gleiche wieder machen. Alles gut und schön, ja. Ja, sehr schön. Toll. Sehr schön. Das Buch, wie kann man das denn erwerben? Findet man das auf deiner Homepage? Oder? Ja, das Buch auf meiner Homepage, oder vielleicht machen wir dann in den Shownotes auf Amazon. Ja. Das Buch auf Amazon, und ich habe auch was für deine Leute mitgebracht. Ich habe auch einen Online-Kurs mitgebracht, heißt auch Persönlichkeitsentwicklung 4.0 für Menschen in einer Umbruchphase. Sei es Umbruch im Job, sei es Umbruch in Beziehung oder einfach Umbruch im Leben. Es gibt viele Menschen, die sind mit ihrem Leben jetzt nicht zufrieden. Mhm. Ja, so mit einer persönlichen Krise. Mhm. Genau, ich bin kurz für die. Es ist erstmal eine 4-Video-Reihe, kostenlos. Mhm. Okay. Wir haben auch diese Quantenphysik auch in einem Modul da behandelt. Mhm. Ich kann jedem appellieren, diesen Videoreihe zu holen, zu hören. Mhm. Und dann hören und schauen ist das Video. Und dann, wenn es gut ist, dann die können den Kurs dann kaufen. Dann. Mhm. Sehr gut. Ich habe viele Rückmeldungen, die es heute bekommen. Mhm. Ich kann auf den Weg ins Herz legen. Und auch, guter Letzt, wenn du dich in meiner Newsletter eintragen, jeden Mittwochmorgen, schreibe ich immer kurze, schöne Texte, die uns pushen für Leib und Seele. Kommt sehr gut an. Ja. Wir machen das gerne dann in die Shownotes rein, und dann kann das dann jeder den Link für dein Buch, wer es bestellen möchte, und natürlich auch zu deiner Homepage und auch zu diesem Kurs. Das ist eine ganz tolle Gelegenheit für die Zuhörer. Vielen Dank dafür. Gerne. Sehr, sehr dankbar dafür. Und wenn man dich live erleben will, ich habe gesehen, du veranstaltest Seminare. Sind die eher im norddeutschen Raum oder sind die in der ganzen Bundesrepublik? In der ganzen Bundesrepublik, deswegen die Menschen sollen auch in meine Newsletter eintragen. Wenn ich dann unterwegs bin in Deutschland, gebe ich auch da bekannt. Mhm. Dann können sie dann wissen, wo ich bin und auch wie sie die Tickets erwerben können. Mhm. Ich bin gar nicht in Deutschland. Auch, sag mal, in die Welt, ich bin international, ich bin nicht an einem Ort gebunden. Ja. Wo ist denn dein nächstes Seminar? Mein nächstes Seminar schaue ich mal selber. Lass mich kurz, ich hatte so ein Deutschland-Tour gemacht, oder mache ich immer noch. Ich gucke mal, diese Quantum-Denken-Seminar passt wirklich zu diesem Thema, was wir besprochen haben. Mein nächstes Seminar soll in Frankfurt sein. Sehr schön. Frankfurt, Basel, Leipzig und Wien steht an. Genau. Ja. Sehr schön. Dann hat dann jeder Zuhörer dich auch mal die Chance, dich live zu erleben. Und das ist mit Sicherheit, bei Facebook hast du ja eine sehr große Gruppe, habe ich auch gesehen, nennt sich Persönlichkeitsentwicklung. Ja, sie können auch sich auch da sich anmelden oder eine Anfrage schicken, dann werden die dann angenommen. Das heißt Persönlichkeitsentwicklung.de. De. Genau. De, ja. Da bin ich auch Mitglied, ja. Echt? Okay, gut. Ja, finde ich sehr toll, ja. Verfolge ich da schon seit bestimmt schon seit 2 Jahren oder sowas. Echt? Gut. Und dann gut, siehst du, wie das Universum uns zusammengebracht hat mit den Wellen. Sehr spannend. Ja. Es passiert nichts ohne Grund. Das ist einfach so. Nee, wir sind ja zu viel im Leben. Du warst schon in meiner Gruppe, dann andere, deine Menschen haben mich von dir erzählt, dann schreibe ich mal an. Guck, zack. Ja. Ja. Und so, Welle, zwei Wellen kommen zusammen, eine große Welle entsteht und dann. Genau. Sehr schön. Sehr schön. Was würdest du denn gerne den Hörern zum Schluss noch so mit auf den Weg geben?
auf ihrem Weg, auf ihrem persönlichen Weg, so ein Tipp. Der persönliche Weg ist, für den persönlichen Weg ist einfach. Das heißt, es kommt auch von Tilopa. Tilopa war ein indisch-buddhischer Mönch. Mhm. Er hat diesen Zitat gesagt, oder diesen Aussage kam von ihm. Als ich den Aussage gelesen habe, hat mich bis heute immer begleitet. Mhm. Er sagt, du sollst einen Geist oder einen Gedanke haben, der für alles offen ist und an nichts gebunden ist. Mhm. Du bist für alles offen und nichts gebunden. Ist sehr, sehr starker Satz. Mhm. Du bist offen und zeitgleich nicht gebunden. Mit so einer Einstellung, du kommst immer als Gewinner raus. Mhm. Wenn auch jemand dir was sagt, was neu ist zu dir, oder es ist im Widerspruch zu deinem jetzigen Wissen, hör einfach zu. Sag nicht irgendwie, es ist scheiße oder es ist Unfug. Sag, aber weißt du was, ich muss zugeben, das habe ich bis jetzt noch nicht so gesehen. Bitte erzähl mir mehr davon. Mhm. Und wenn du auch nicht davon überzeugt bist, ist auch nicht schlimm. Du musst es nicht annehmen. Mhm. Aber es ist eine Zeit, dass du vielleicht zurückgreifen kannst. Ja. So bin ich gewachsen. Das ist für mich persönliche Entwicklung. Mhm. Sehr schön. Offen und nicht gebunden. Toll, oder? Sehr schön, sehr schön. Ja. Offen, offen. Wenn man offen ist für Dinge, dann offenbaren sich ja ganz, ganz viele Sachen. Ja, das ist wunderbar. Welches Buch liest du denn gerade aktuell? Ich meine, wenn du jede Woche... Ja, genau, ja. Es ist auf meinem Bett, Bettregal. Das Buch heißt Game Changers. Mhm. Ich lese viele englische Bücher. Mhm. Das Buch heißt Game Changers von einer Amerikanerin. Er ist eine Biohacker. Es ist sehr bekannt. Oh, ich kann dir jetzt gleich sagen, sein Name... Game... Changers. Wer ist der Autor? Das heißt, das Buch geht nur darum, der Mann hat auch so ein Interview gehabt oder hat immer noch ein Interview, so wie du. Mhm. Der Bekannte. Dann, er hat sich dann die Mühe gemacht, alle Menschen, die er bei sich interviewt hat, sind einfach so berühmte Menschen, die auch einiges geleistet haben. Deswegen nennt er sich Game Changers, Spiel. Mhm. Spielveränderer, keine Ahnung, ja. übersetzt und dann die besten Learnings von denen, zum Beispiel, du hast mich interviewt und dann du fragst zusammen, was hast du dann, was war die Kernbotschaft von unten? Mhm. Er hat dann so über 500 Menschen interviewt und hat das in einem Buch verfasst. Mhm. Heißt Game Changers, aber ich bin dabei, deinen Namen rauszuholen. Ist auch vielleicht interessant für unseren Zuhörer. Mhm. Damit sie das holen, ist auch bestimmt auch durch auch. Ja, das lese ich gerade. Mhm. Hast du so ein Lieblingsbuch, was du gelesen hast? Viele Lieblingsbücher. Ah, das Buch ist ja Game Changers, What Leaders and Innovators and Mavericks Do to Win at Life. Der Typ heißt Dave Asprey. Mhm. Genau, Dave Asprey. Mhm. Ah, er tut auch schon auf Deutsch schon. Game Changer, die besten Lifehacks der Leader, Querdenker und Siegertypen. So gewinnst du auch im Leben. Es gibt schon eine deutsche Version. Dann greif mal zu, liebe Fans. Liebe Zuhörer. Sehr schön, Dankeschön. Ja, ein Lieblingsbuch, ich kann auch dieses Buch empfehlen. Und dann mein eigenes Buch. Ich habe auch ein anderes Buch auch. Heißt, man macht was draus, mein Amazon-Bestseller. Mhm. Ich kann aber holen, aber hat auch das Leben von vielen Menschen auch unterstützt. Mhm. Mach was draus. Sehr schön. Ja. Können wir auch den Link mit in die Shownotes gerne reinnehmen, dann sind beide Bücher drin. Und dann haben Zuhörer die Wahl, welches sie zuerst lesen möchten oder beide gleichzeitig. Ja, das andere mit diesem inneren Türen öffnen, es ist kein Buch, das du liest, so wie ein Hack, kommt das Buch, wie ich erklärt habe, nur eine Minute in die Hand und du schaust, was steht da heute und dann du liest und lächelst. Und dein Tag ist gepusht. Und es ist zeitlos. Zeitlos heißt, egal wann du das Buch kaufst, du kannst immer von dem Tag anfangen zu lesen. Es ist so nach Tagen geordnet, also erst einmal. Ja, genau, nach Tagen geordnet. Zum Beispiel, wie gesagt, heute ist der 13. Mai, steht schon was da. Wenn ich sehen kann, gestern war der 12. Mai, steht, das Geheimnis zu deinem Erfolg wird bestimmt von dem, was du täglich in deinem Leben machst. Mhm. Das ist mein eigenes Zitat. Dann gucken wir mal,
morgen, den 14. Mai, steht, du musst dein Erbe leben, um ein Erbe zu haben. Mhm. Einfach solche Dinge. Ja, jeden Tag. Schön. Sehr schön. Vielen Dank. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich recht herzlich für die Zeit mit dir. Es war sehr, sehr spannend. Und für alle, die, wie gesagt, von Akuma mehr erfahren wollen oder über ihn mehr erfahren wollen, ich verlinke das alles in die Shownotes, seine Homepage, seine beiden Bücher und natürlich auch diesen Online-Kurs. Und das ist eine ganz, ganz großartige Möglichkeit. Und ich denke, da lernt man dich am ehesten und am intensivsten kennen. Und dann herzlichen Dank, dass du dabei warst. Das war ganz vielen Dank, ja. Sehr, sehr viel Freude bereitet, war sehr, sehr kurzweilig. Die Freude ist meinerseits und danke für deine Arbeit, dass du die Menschheit so inspiriert mit was du tust. Vielen Dank, freut mich. Und wie gesagt, wenn euch die heutige Folge dann wieder gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst und vielleicht eine kurze Rezension schreibt und denkt immer daran, ihr seid ein Geschenk für die Welt. Schön, dass es euch gibt. Euer Olaf und heute auch der liebe Akuma mit dabei. Vielen Dank. Ganz lieben Dank. Thank you.